Herzlich willkommen zum heutigen Mittwochswetter. Wir schauen erstmal auf die Luftmassentemperaturen. Wir sehen in der iberischen Halbinsel, da bläht sich die Hitze auf mit sogar einer 20 Grad Isotherme. Bei uns, wir sind so zwischen 8 und 12 Grad grob, der Süden wärmer, der Norden etwas kühler. Die Nordmeerkälte ist ganz weit im Norden, in Skandinavien ist es auch relativ warm. Schauen wir auf die Tiefstemperaturen heute Morgen. Da berechnet das Modell verbreitet über 15 Grad in NRW, sogar bis 18 Grad und in den Mittelgebirgen und im äußersten Süden leicht unter 15 Grad. Von der Gesamtbedeckung ist es verbreitet bewölkt, allerdings sind die niedrigen Wolken relativ selten unterwegs. Am freundlichsten ist es immer noch im Nordwesten und im äußersten Norden. Dazu kann es ein paar Schauer geben im Bereich der Mittelgebirge und im Süden. Die Höchsttemperaturen, ja, die steigen jetzt eigentlich wieder verbreitet an, also auch im Rhein-Main-Gebiet, im Südwesten und im Westen können wir wieder einen Sommertag erreichen mit 24, 25, 26 Grad, im Nordosten auch nochmal wärmer, hier eine breitere Fläche wärmer, ansonsten pendeln wir so um die 20 bis 23 Grad. Die Gewittergefahr ist noch einmal ziemlich hoch heute Nachmittag, vor allem im Südwesten mal wieder, von Unterfranken über die Schwäbische Alb, über den Stuttgarter Raum bis zum Hochrhein und ins Kraichgau. Da ist die Gewittergefahr am höchsten, vor allem diese roten Flächen, also da brodelt es nochmal ordentlich, da kann es vereinzelt wieder mal punktuell schwere Unwetter und Gewitter geben. Im Nordosten und im Nordwesten ist die Gewittergefahr eigentlich nicht unbedingt zu beachten, da kann es auch mal gewittern, aber das ist die Ausnahme in den Bereichen. Nachmittags habe ich jetzt hier mal die niedrigen Wolken parat und da sehen wir schon, es sind nicht so viele Wolken unterwegs. Es wird eigentlich ein relativ angenehmer Eindruck. Solange wir nicht unter Schauern und Gewittern sind, ist es meistens relativ freundlich und die Sonne kommt doch schon oft raus. Es sind wenige niedrige Wolken unterwegs. Höhere Wolken sind öfter unterwegs, allerdings sind die relativ zu vernachlässigen, weil da die Sonne eigentlich hindurch scheint, milchig matt. Aber ja, also das heißt, man kann sagen, außerhalb von Schauern und Gewittern ist es meist relativ freundlich. Und ja, das ist jetzt das Modell, das zeigt jetzt die Niederschlagsmengen bzw. Niederschlagsgebiete. Es ist im Prinzip der gleiche Ort wie auch die Gewittergefahr. Das zeigt eben hier die Gewitter an. Kann man auch nicht für voll nehmen, aber in diesen Bereichen wird es auf jeden Fall Schauer geben können. Dann gucken wir noch auf die abendlichen Temperaturen um 21 Uhr. Im Nordosten mit 20 Grad noch ziemlich warm, ansonsten unter 15 Grad im Süden und im äußersten Norden. Ansonsten pendeln wir so um die 15 Grad herum. Die Gesamtbedeckung, die ist im Süden am größten, genauso wie im Nordwesten, in Teilen des Nordwestens. Allerdings gucken wir gleich mal hier, zack, auf die niedrige Bewölkung, da sehen wir nichts. Also außerhalb von Schauern und Gewittern ist da wirklich gar nichts los, da klart es auf, da ist es in manchen Gebieten, wo die Sonne noch scheint, ist es noch sonnig und ja. Hierzu noch die Schauer, die eben im Südosten und in der Mitte noch vereinzelt auftreten können. Dann gucken wir noch kurz auf die Nacht, da kühlt es eigentlich wieder auf angenehme Werte ab. Zwischen 12 und ja, 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet, etwas weniger vielleicht an den Alpen direkt und im Nordsee-Umfeld. Und dann sehen wir hier auch wieder, Gesamtbewölkung ist im Norden etwas höher, genauso wie im Nordosten und im Südwesten. Und wenn wir jetzt hier nochmal auf die niedrigen Wolken gucken, gleiches Spiel, außerhalb von Schauern, klare Nacht. Und zuletzt hier noch ein paar Schauer, eben im Nordosten dieser Wolkenbatzen, da kann es ein bisschen regnen. Und im Süden noch so vereinzelt verstreute Schauer möglich. Das war's vom Wetter, wieder mal ohne Skript, mal sehen, wie ich mich geschlagen habe, bin mal gespannt im Schnitt. Und dann sehen wir uns morgen zum Donnerstagswetter.